Hier sind mehrere. Nee, das sind nur Bänder. Du musst erstmal nach unten, glaube ich, wieder. Ja. Dann rennen wir wieder zurück in unser Glück. Also hier machen wir die Luke auf. Das glaube ich. Nee. Oder? Hä? Muss er da oben drauf liegen? War der da nicht gerade oben drauf? Wenn ich schon, ne? Ah, warte. Ich weiß es. Oh nein. Oh, das gibt es nicht, ey. Timing, was ist das? Feierst du bestimmt. Ja. Aber irgendwann klappt's ja. Ja, früher oder später. Meistens später. Ja, und jetzt? Ach, warte, das ist, glaube ich, einfach nur ein Dings. Oder? Ah, ich weiß es. Yeah. Ja, nicht schlecht. Wo war die Luke denn jetzt? Sind auf jeden Fall coole Rätsel so. Ja. Also es bockt. Definitiv. Das neue Lara Croft soll ja genauso werden, ne? Das, welche schon raus ist. Seit einem Jahr für Xbox. Und jetzt für PlayStation kommt. Die hatten ein Jahr Exklusivität. Aber das soll doch irgendwie verbessert werden. Ja, ja, die haben da auf jeden Fall einige Sachen geändert, verbessert. Weiß ich, ey, es kommt zu viel raus nächste Zeit, ey. Ich meine, ich fand's ja cool. Andererseits denk, ist mein Gedanke dann Nee, nach rechts. Wieso nach rechts? Da ist ein Knopf, den musst du drücken. Ist mein Gedanke, dann lohnt sich das zu Let's Playen. So, es ist einfach viel zu viel, ey. Ich hatte Call of Duty eigentlich nicht auf dem Schirm. Jetzt ist Call of Duty auch auf einmal noch Thema. Durch den Zombie-Modus. Es ist einfach alles so unglaublich viel. Man kann halt das irgendwie nicht alles schaffen. Ja, das ist einfach das Ding. Ich muss einfach zusehen, dass ich was mache ich jetzt? Okay. Ich muss echt wirklich einfach zusehen. Schön.
schneide ich jetzt noch nicht, dass ich von meinem Job wegkomme. Damit ich für euch zocken kann. Tag und Nacht. Das wäre nicht schlecht, wenn man davon sein Leben total verdienen könnte. Ja, das wäre natürlich der absolute Traum. Und bevor jetzt lauter Kommentare kommen, träumen weiter. War tatsächlich nur ein geheimer Raum hier. Bevor jetzt irgendjemand sagt, träum weiter. Ja, tue ich auch. Mhm. Ich finde auch immer, wenn man nicht träumt oder keine Hoffnung hat, dann ist auch alles irgendwie verloren. So, kommen wir zurück zum Spiel. Also wir haben jetzt einen Geheimraum gefunden, aber das ist auf jeden Fall nicht, wie wir hier wohl weiterkommen. Auch das werden wir natürlich irgendwie lösen. Und es ist gelöst. Eine Bombe oder so, ne? Ja, es fällt auf jeden Fall direkt nach unten, also müssen wir gleich auch wieder nach unten. Ah, hier ist noch was. Also hat sich's gelohnt, nicht direkt mitzuschwimmen. Oh. Sieht einfach alles cool aus. Kleine Junge im roten Pullover. Also ich bin echt gespannt, wie es endet. Aber ich will mir nicht zufällig allzu viele Hoffnungen machen, weil ich schon einfach irgendwie auch durch Limbo die Vermutung habe. Ja, das wird abrupt enden und es wird wahrscheinlich nichts beantwortet werden. Aber da kann man ja besser mit der Einstellung da dran gehen. Mhm. Und sich vielleicht positiv überraschen lassen. Nichtsdestotrotz ist es ja ein interessantes Spiel. Auf jeden Fall falsch, was ich hier jetzt gemacht habe. Ja, im Sterben sind wir einfach die Besten. Das wäre geil, wenn er jetzt nach oben fährt und die voll zerquetscht oben an der Decke. Hier fährt die auf jeden Fall weg. Ja, ein bisschen wackelig das Ganze, oder? Ich glaube, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Dann tue ich das auch mal gleich. Da ist eine Luke. Hier oder was? Nee, da links. Da. Ja, nicht da drauf stellen. Ich kann auch nichts machen. Nee? Nee. Nee, nee. Oh, da guck mal, da oben sind Leute mit Kamera. Ich dachte, ja, wenn er, ja, ne? Ja. Ich lasse den Wasserstand ab. Okay. Hä, ist das... Aber ich bin doch vorher nicht geschwommen. Ach nein, du hast jetzt Wasser reingepumpt. Ja. Habe ich. Aber dann ist die Tür zu.
Ja, da ich hier auch nicht unendlich Luft habe, Ach ja, mach mal schnell. Ah doch, habe ich ja doch jetzt. Stopp mal jetzt. Stopp mal. Jetzt kletterst du. Nee, mach mal noch mal ein bisschen weiter höher. Weiter. Bisschen noch weiter, weiter, weiter. Ja, aber die Tür da hinten ist immer noch zu. Nee, jetzt nicht Das ist mehr. schon sehr hoch. Ich glaube, da komme ich so nicht dran. Aber warte mal. Ich Nee, dann ist warte. die Tür hier auch zu. Ja. Gut, ich habe wieder absolut keinen Plan. Warte mal. Da links blinkt doch irgendwas. Kannst du da irgendwas machen? Ah. Nee, ich. Also, nein. Doch, geh nochmal zurück. Was soll ich denn jetzt sagen? Aber es stimmt ja gar nicht, dass Lass wir. nochmal das Wasser Wir ein haben doch bisschen. unendlich Luft jetzt. Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, natürlich, haben wir doch gekriegt durch das Vieh. Okay, den Raum betrifft es nicht. Du kannst da noch, ich glaube, du kannst noch ein bisschen das Wasser noch ein bisschen höher machen, damit die eine Tür dann aufgeht da rechts. Ja, da komme ich da aber, glaube ich, nicht dran. Probier es einfach mal. Oh, Ja, das ist doch gut, schon ganz probieren schön müssen hoch. wir es. Nützt ja nichts. Da geht ja nicht anders, wie was willst du denn sonst machen? Nee, kommst du ja niemals dran. Nee. Also hoch springt tut er ja nicht. Guck mal in den anderen Raum, da muss irgendwas sein. Das kann ja nicht. Sag ich mal, ah nee, dann geht die Tür ja zu. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das Wasser wieder ganz runter mache, aber dann geht die Tür ja auch zu. Ja. Du musst bestimmt irgendwas mit dahin schieben, damit das nach da schwimmt oder so. Ja. Ja, das Ding bestimmt. Ja. Weißt du, und dann stellst du es unten hin und Ja, dann. dann erst mit dem Wasser, damit ich auf die Genau, ja. auf das erste Ding da quasi drauf komme und dann kann ich da hochjumpen. Ja. So, und jetzt muss das Wasser jetzt komplett runter machen. Genau. Schiebst das einfach rüber. Eine Runde schieben. Ich darf ja nicht ziehen sagen. Nee. Oh, meine Zigarette ist schon wieder tot. Genauso wie damals beim Zocken. Bei COD immer. Ich habe zweimal dran gezogen. Dann war die Runde vorbei und die Kippe war schon weg. Und dann musst du erstmal wieder eine neue anmachen. So, stopp. Ja, warte. Das reicht schon. Ja, das ist eins der einfacheren Rätsel. Also ich finde sowieso die Rätsel bis jetzt noch nicht so krass schlimm wie bei Limbo. Außer das eine da mit diesem da mit dieser Kiste. Ja gut, das war aber eigentlich gar kein schwieriges Rätsel, es war einfach Nö. nur Dummheit von uns. Dummheit. Und das sind aber doch jetzt mal endlich Wasserbomben, oder? Es ist so viel davon geredet. Also, wenn das jetzt keine ist, dann Ja, aber die kannst du ja nicht irgendwie schieben. Nee, ich glaube, ich muss sowieso nach unten. Ah, doch, ich glaube doch. Nee, nehmen kann ich es nicht. Oh, da Ja, da unten ist ist jemand. ja. Da steht ja einer. Oh, da sind ja ein paar mehrere. Hä? Die dürfen mich ja wahrscheinlich nicht entdecken. Aber du kleiner Idiot. Guck mal, er drosselt dich einfach. Ja, voll der Wichser. Das ist ja mal wieder nicht so nett. Okay. Auch sehr schön die Spiegelungseffekte oben. Ja, das war jetzt aber irgendwie zu easy, oder nicht? Du musst doch da links irgendwie Ja, und lang, ich oder muss nicht? nämlich jetzt garantiert irgendwo was herholen, weil ich muss doch da oben bestimmt an diesem verkackten Knopf dran. Weil, was haben uns Videospiele, gerade als Highschooler und so gelehrt, der Knopf ist nicht umsonst da. Ja. Also, wieder zurück.
Unser Unglück. Gott, ich bin echt der Mega-Reimer.